Es mag seltsam erscheinen, dass sich jemand wie ich freiwillig für eine so gefährliche Aufgabe meldet, aber seit meiner Kindheit übe ich mich in der Schwertkunst. Und mein Bruder, Sir Gawain, meint, ich wäre ziemlich gut. Ich möchte nur eine Chance haben, mich zu beweisen. Vielleicht nimmt der König mich dann in die Tafelrunde auf und ich komme endlich aus dieser stinkenden Küche raus. Ja, mein guter Küchenjunge, ich würde sagen, das liegt in meiner Hand, ob du aus der Küche und zur Tafelrunde kommst. Ziele. Sieg, keine feindlichen Truppen mehr auf der Karte vorhanden. Niederlage, Gareth stirbt. Tipps, nö. Lehrstunde, ja, wir haben Lanzenträger, Armbrüste, Schwert, Pikeniere und wir haben Sir Gareth. Der kühne Sir Gareth kann durch die Tafelrunde gerufen werden. Seine spezielle Kraft Auge der Wahrheit entdeckt und zerstört alle verborgenen Fallen in seiner Reichweite. Diese Fähigkeit muss sich wieder aufladen, nachdem sie benutzt wurde. Alles Klärchen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sir Gareth ist ein feiner Kerl, Sire, aber er ist eben immer noch ein Junge. Ihr müsst gut auf ihn Acht geben, während er Lynette auf die Burg führt. Jut, jut. My Lord. Da haben wir schon mal ein paar Feinde. Hallo. Und wir schicken erstmal die Pikeniere nach vorne. Die Schwertkämpfer können nämlich auch schon mal hier durchlaufen. Drei seiner zuverlässigsten Männer geschickt, die Sir Gareth den Weg versperren sollen, Herr. Sein Weg zur Burg wird nicht einfach sein. Ja, das kriegen die schon hin. Wir schicken erstmal die Pikeniere nach vorne. Denn die werden hier erstmal alles etwas wegtanken, hier den ersten Bereich. Oh je, Sire. Lady Lynette hat furchtbare Laune. Ich weiß ja nicht, warum mir der König keinen richtigen Ritter gegeben hat. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollst du nicht so großmüppig sein. Wie kannst du überhaupt kommunizieren? Hast du ein Funkgerät irgendwo versteckt? Wir bewegen uns. Das wäre derzeit ziemlich unangemessen. So, ihr da oben könnt die erstmal wegklatschen, die Bogenschützen. Unsere Truppen werden angegriffen. Ah, eigentlich sollten die Pikeniere das tanken, aber gut. Ja, das kriegen wir schon weg. Sterben halt ein paar Bogenschützen. So, der Rest kann hier schon mal langsam hinterher. Die Pikeniere können die ausschalten. So, da hinten sind noch ein paar Bogenschützen. Darum sollten sich die hier eigentlich kümmern. Sir Gareth ist in der Lage, mit seiner Macht Fallen aufzudecken, my Lord. Wir sollten dafür sorgen, dass er sie auch einsetzt. Ja. Machen wir alles. Erstmal müssen ja alle erlegt werden. Die Bogenschützen kümmern sich um die Bogenschützen. Wunderbar, haben wir den ersten Feind hier schon erledigt. So, dann decken wir mal hier irgendwelche Fallen auf. Okay. Ah, hier. Okay, du bist nicht weit genug. Sind hier Fallen? Weiß ich nicht. Oh, whoops. Ich würde aber ganz gerne erstmal... Oh, falsche Taste. Okay, da sind keine Fallen. Da, wo wir schon stehen, sind keine Fallen. Habe ich ja gut rausgefunden. Nice. Lord, ihr... Was sollen wir für euch tun? Bogenschützen. Könnt erstmal den hier pullen. Und dann kann sich der ganze Rest... Armbrüste bitte auch. So. Und die Armbrüste zerschmettern den halt einfach komplett. Also Ritter sind halt schon krass. Kollege, renn mal da weg. Renn. Nein, seid ihr bescheuert und nicht gegen Ritter kämpfen. Aber wir haben ihn jetzt gleich. Und tschüss. Gut. Wir gehen mal hier außen rum, denn ich weiß nicht, ich glaube da drin sind Fallen. Das könnte sehr gut sein, dass da drin Fallen sind. Das heißt, ihr geht mal hier vorne lang. Seid ihr sicher, dass ihr mit diesem Schwert umgehen könnt, Gareth? Ja, der Boy hat was drauf. Keine Sorge. Okay, der Rest kann sich auch hier zwischen... Ich denke mal, dass hier drin Fallen sind. Ich habe meine Fähigkeit hier leider etwas verkackt, aber naja. Bewegung! So, nach vorne. Die Bogenschützen können sich um den hier vorne kümmern. Gut. Zack, dann dürfte er auch gleich umfallen. Und dann haben wir die nächste Fraktion. Die sind blau. Die sind etwas schwieriger. Hey, der hat jetzt nicht ehrlich noch einen... Was macht ihr da? Seid ihr bescheuert? Tötet ihn doch einfach. Die KI lässt echt etwas zu wünschen übrig. Okay, jetzt machen wir folgendes. Wir schicken euch hier an den Rand und ihr könnt... Nein. Ihr bleibt hier vorne, bitte. Ja, dann dort bitte. Ihr könnt eigentlich alle mal... Ihr seid schon alle aggressiv, okay. Welche Prüfung erwartet uns? So, ich würde nämlich gerne mit dem Bogenschützen eigentlich die beiden Pikeniere da vorne hier ranholen. Ich schwöre euch meine Treue. Ihr könnt nach da vorne kommen. Los geht's. So. Ich hoffe, dass die sich pullen lassen.
Jawohl, lassen sie. Wunderbar. Okay. Durch die Bogenschützen dazu kommen wird ein kleiner Krampf, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, guck mal, der ist der erste weg. Was sollen wir für euch tun? Und da fällt der zweite. Und jetzt gehen wir mit den Pikinieren nach vorne. Sind unterwegs. Genau. Um das Feuer von den Boys hier abzufangen. Schon, Männer. Eure Ritter. Und wir gehen bereit. Dann direkt mit unseren Bogenschützen hinterher. Unser Leben gehört euch. Hey, my Lord. Warum gehen da so viele lang? Warte mal, kommt erstmal alle zurück. Nur die Pikiniere bitte nach vorne. Jawoll. So. Der Rest muss aber gleich hinterher. Das heißt, jetzt könnt ihr eigentlich mal alle langsam hinterher. So, die Bogenschützen auch. Greifen die an. Okay. So, ich hoffe, das habe ich jetzt gut genug gemacht. Bogenschützen, kommt schon. Mach sie fertig. Nein, ihr sollt die hier tanken. Leute, meine Bogenschützen sterben alle. Warum sterben meine Bogenschützen? Verbündeter schickt uns Verstärkung. Oh, Verstärkung. Wo? Unsere Truppen werden angegriffen. Ich schwöre euch, meine Truppen. Leute, mach hin, Garrett. Go. Ihr müsst kämpfen. Ich verkackt ihr mich hier gerade. Wir müssen in den Nahkampf, wir müssen in den Nahkampf. Hey, schneller, schneller, schneller. So, Gareth ist auch noch dickst am Kämpfen, das ist auch ganz in Ordnung. So, oh boy. So, wo ist Verstärkung? Oh, nice. Oh, das kann ich gut gebrauchen. So, die muss ich noch ganz kurz wegschnitzen. Das habe ich taktisch nicht ganz so klug gemacht, aber naja. Pikiniere haben nicht ganz so lange ausgehalten, wie ich dachte. So, haben wir es dann. Wunderbar. Dann verpisst euch mal bitte wieder. Du kriegst erstmal wieder ein Pferd. Wunderbar, das war noch die letzte Ehre, die ich hatte. Könnt ihr bitte den ausschalten? Danke. So, die Verstärkung ist eingetroffen. Oh, gut, 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 gut. Sind da noch Bogenschützen bei? Ja, da hinten sind noch ein paar Bogenschützen bei. Aber ich glaube, die Lanzenträger können wir da erstmal ganz gut ranpullen. So, die Bogenschützen nach vorne. Ihr könnt etwas schneller laufen. Genauso wie die Lanzenträger können auch nach vorne. So, auch aggressiv und bitte in einer Reihe. Gut. Bogenschützen. Ziehen los. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Was habt ihr für eine seltsame Formation? Egal, ihr könnt schon mal anfangen anzugreifen da vorne. Marschieren. So, und ich glaube, die könnt ihr jetzt alle töten, bevor die überhaupt da sind, ne? Oh, Hilfe. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Euer Befehl, Sire. Das machen wir direkt nochmal. Auf die Plätze, Männer. Und ihr holt die hier vorne ran. So. Unsere Bögen werden genau, singen. Wunderbar. Und jetzt rennt ihr. Rennen und schießen. Jetzt so langsam, aber sicher. Schön außer Reichweite bleiben zum Werfen. Und jetzt kommt der ganze Rest dran. Jut, das dürfte jetzt auch relativ schnell erledigt sein hier vorne. Ich hoffe, dass ein paar Bogenschützen überleben. Das sieht gut aus. Jut, das wäre das. Okay. Jetzt haben wir den schwierigen Teil. Davon sind die Bogenschützen und Ritter. Das wird happig. Mit Hoffnung im Herzen. Laufen wir erstmal ein Stückchen weiter. Wie holen wir die am besten ran? Eigentlich sollten wir echt mit den Rittern wieder nach vorne laufen. Und dann mit den Bogenschützen hinterher. Das heißt, wir laufen mit den Rittern hier vorne ran. Wieder marschieren wir! Und die Bogenschützen. Oh, ich habe nur noch 9 Stück. Was weiß ein Küchenjunge schon vom Kämpfen? Armer Sir Gareth. Ich finde nicht, dass Lynette ihn sehr fair behandelt hat. Ja, das finde ich auch nicht. Das ist eine ganz schön hochnäsige Zicke. Unsere Schwerter sind die Eulen. So, ihr könnt hier ein bisschen hin und her laufen. Vielleicht blockt das ja ein bisschen was. So, und ihr greift jetzt hier bitte mal alle an. Genauso wie ihr nach vorne könnt. So, jetzt greift an. Greift an den Lachs. Ich schwöre euch meine Treue. Bogenschützen, macht ihn da weg. Okay, Sir Gareth, du kannst eigentlich auch mal hier mich mit ins Gefecht stürzen, aber dein Pferd soll bitte heil bleiben. Ja, rein. Okay, so langsam aber sicher haben wir hier alle. Oh Gott, noch einer. Nein, 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 du musst überleben. Nein. Okay, ich habe nichts mehr gegen die Ritter. Egal, all in, let's go. Ich werde meine Ehre beweisen. Okay, das wird jetzt einfach nur ein Gemetzel. Wunderbar, ihr macht bitte diesen Bogenschützen da weg, denn der macht euch gerade weg. Wo willst du hin, Kollege? In den Kampf? Kannst dich jetzt hier nicht einfach verpissen. Okay, die Fähigkeit, die deckt halt Pfeilen auf. Das bringt mir gerade überhaupt gar nichts. Das heißt, das lassen wir einfach mal. So, Sir Gareth. Oh, boy, du bist so gut wie tot. Man hat euch besiegt. Ich bin blöd. Der blaue Ritter wurde besiegt, Herr. Ja. Unsere Truppen werden angegriffen. Das war ziemlich bad, würde ich sagen.
Das war... Ja, das war bad. Ja. Ja. Gut. Auf euren Befehl. Ich hab nicht auf das Leben von Gareth geachtet. Ah. Verdammt. Neu starten, bitte. Es mag seltsam erscheinen, dass sich jemand... Ja. Okay. Sir Gareth ist ein feiner Kerl, Sire, aber er ist eben immer noch ein Junge. Ihr müsst gut auf ihn Acht geben, während er Lynette auf die Burg führt. Für die Ehre! Für den Ruhm! Ja, hehehe. Das war... Euer Befehl, Sire. Etwas ungünstig, muss ich sagen. So. Sire. Ihr als Tank solltet hier vorstehen, auch in so einer Formation, bitte. So, wunderschöne Formation alles. Und jetzt reiten wir mit dir einmal nach vorne und pullen die einmal ran. Ich hoffe, das kriege ich hin. Okay. Was weiß ein Küchenjunge schon vom Kämpfen? Oh, da kommen schon die Bogenschützen. Ich finde nicht, dass Lynette ihn sehr fair behandelt hat. Rennen. Reitet! Ha! Wie das funktioniert? Ich glaub's ja nicht. Nice! Reitet mit Ehre. Okay. In eurem Namen. Das hat ziemlich gut funktioniert. Wie ihr befehlt. Ja, ein, zwei Leute sterben, aber das ist... Das hat ziemlich gut funktioniert. So, die habe ich ganz gut rangepult. Das Problem ist, die hier kommen nicht rangelaufen. Das heißt, hier muss ich echt halt einfach reinrennen. Und da bleibt Sir Gareth einfach mal hinten. Denke ich mal. Ich würde die Ritter ganz gerne ranholen, aber das kriege ich nicht hin. Ja, dann bleibt mir halt nur eine Technik über. Mit den Rittern rein. Und zwar mit euch, Ritter und Pikiniere, rein. Ihr müsst das einfach wegtanken, die Scheiße. Und dann rücke ich mit den anderen Leuten einfach rein. Und hoffe, dass ich das Scharmützel da irgendwie überlebe. Tja, einen anderen Plan habe ich nicht. Würde ich sagen, versuchen wir das einfach mal. Und gehen rein. Und der Rest der Leute hier vorne. Ja, nicht ihr, sondern nur ihr hier. Auf die Plätze. Ihr müsst jetzt eigentlich auch direkt mal hinterher. Ja, jetzt. Let's go. So. Warum seid ihr so langsam? Go. Okay. Die Armbrüste befehlige ich mal jetzt hier separat. Den lasse ich jetzt einfach ihr Ding da machen. Die schaffen das schon. Und die Armbrüste, die müssen sich auf die Ritter hier fokussieren. Und müssen auf jeden Fall überleben. Okay. Bogenschützen, fokussiert mal bitte die, die nicht hinter einer Deckung sind. So, meine Armbrüste. Gehen hin. Ihr könnt ja hier erstmal hier vorne wegschnetzeln. So, guck mal, das sieht doch schon deutlich besser. Wie habe ich das gerade so krass verkackt? Okay, ihr geht auf die Ritter. Auf ihn hauptsächlich. Er sitzt nämlich noch auf dem Pferd. So, jetzt sitzt er nicht mehr auf dem Pferd. So, die nageln jetzt alle auf diesen einen da ein. Ach, hier habe ich auch noch Armbrüste. Wunderbar, auch auf den Ritter bitte. Wunderbar, der Ritter bitte auch rein. Okay, das sieht gut aus. Dann kann ich jetzt auch Gareth reinschicken. Der kann auch noch ein bisschen Schaden machen. Gut, das hat ziemlich gut funktioniert. Wunderbar. Wenn mir das hier nicht nach Fallen aussieht wieder. Der blaue Ritter wurde besiegt. Oh, yes. Okay, zwei Boys noch. Wunderbar. Du darfst erstmal deine Superfähigkeit hier machen. Ich denke mal, wieder hier könnten Fallen sein. Ach, guck mal hier. Ich glaub's ja wohl. Okay, zwei sind sogar noch da. Wenn ich da rüberlaufe, ist halt direkt One-Shot. Ich glaube sogar, Ritter gibt das, könnte das sogar auch One-Shot geben. Unser Leben gehört euch. Okay, erstmal müsst ihr euch alle wieder formatieren. Das sind nur Lanzen. Ach, Lanzenträger sind easy peasy. Da kann ich wieder Folgendes machen. Da kann ich dich wieder zum Locken benutzen. Und ich kann hier wieder eine Wand aus Bogenschützen aufbauen. So, bitte die Formation. So, ihr als Tanks wieder davor. Diese Formation. Und... Die Ritter bitte auch nach vorne. Gut, sechs Armbrüste haben wir auch noch. Wunderbar, die werden auch noch sehr, sehr wichtig sein später. Okay, Gareth, mein Guter. Da, aufgestiegen. Du pulst dir jetzt mal ran da. Guck mal, da sind sie gerade. Hallo. Und da dürfen sie fallen. Das sieht gut aus. So. Und tschüss. Ah, nichts leichter ist das. So, da vorne sind vier Bogenschützen. Ich würde sagen, die kann man auch einfach umrennen. Das wird nicht so das Problem. Welche Prüfung erwartet uns? Da könnte ich mit dem Pikinieren nach vorne laufen. Es geht los. Und die kann ich eigentlich schon mal direkt so angreifen. Das war's ja hier vorne. Ne, hier vorne ist sonst nichts mehr. Gut. Und der Rest kann direkt schon mal hinterher. Und zwar die Bogenschützen. Die kümmern sich nämlich dann um das Gefolge. So, die dürfen erst den Fokus hier auf den hier haben. Gut, ich schick noch ein bisschen zurück. So, jetzt haben die den Fokus auf den Piken und jetzt können die Bogenschützen hin und die aus dem Leben nehmen. Wunderbar.
Ist natürlich jetzt eine etwas andere Seite von Stronghold hier strategisch. Mir gefällt lieber... Würdet ihr bitte auf die windabgewandte Seite gehen, Gareth? Keine Sorge, Sire. Alter. Ich bin sicher, sie bellt schlimmer, als sie beißt. Alter, die ist halt... Uns Verstärkung. Hilfe. Verstärkung. Wo? Hier vorne. Bogenschützen. Oh, 20 Bogenschützen. Vorbereiten. Da kann ich nicht hin, Sire. Oh, geil. Bogenschützen. Ich liebe Bogenschützen. Nice. So, erstmal der ganze Rest hier. Komm mal rum. Das wird ein Weilchen dauern bei den Rittern. Aber die Spielgeschwindigkeit ist hier schon etwas angepasst. Das heißt, die latschen ja auch etwas schneller. So, einer ist hier vorne noch. Oh, hier ist sogar so ein kleines Lager. Guckt ihr euch mal an hier. So, zwei Ritter haben wir da. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch Armbrüste hier. Los geht's. Die kommen nach vorne. Genauso wie die Piken. Die werden das nämlich abfangen. Und die Ritter können auch nach vorne. Und ich glaube, du, hier sind ja keine, ne? Nee, nee, du wirst die hier erstmal ranholen. Hallihallo, Freunde. Hallo. Hallo. Okay, da kommen sie rum. Wunderbar. Komm, komm in meine Falle. Ah, die Armbrüste brauchen noch, aber die Ritter... Guck mal, er will halt. Wie er will. Denn... Nee, nee, du bleibst jetzt aber hinten. Ich glaube, die habe ich jetzt genug gepult. So. Einmal da hinten bleiben. Meine lieben Armbrüste, all in. Denn die Bogenschützen machen da echt... sie machen auf Dauer halt schon ordentlich Schaden, aber die Armbrüste knallen halt nochmal richtig rein. Unser Leben gehört ja, Armbrüste, euch. Ihr dürft. Bitte. Zack. Ja, das geht gut ab. Und nächster bitte. Ne, ihr müsst gar nicht hin eigentlich. Ich glaube, der ist down. Jawohl. So, zwei Ritter ausgeschaltet. Wunderbar. Oh, ihr, so ein kleines Banditenlager, ein paar Bogenschützen, das wird kein Problem. Da schicke ich wieder einfach meine... Ja, meine Piken und Ritter schicke ich wieder nach vorne. Und dann schicke ich alle Bogenschützen hinterher. Ich denke, die Bogenschützen werden das, wenn das easy peasy schaffen. Ah, hey, Kollege, wo willst du denn hin? Habe ich dich nach vorne geschickt? Wenn ja, dann war das mein Fehler. Okay, Bogenschützen. Ja, eigentlich schaffen das auch schon nur die Bogenschützen. Tatsächlich. Unsere Truppen werden angegriffen. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Ja, die werden einfach wegrasiert. So, oh. Moin, moin. Was sehe ich denn hier? So, das Lager dürfen Sire, die da ganz easy wegmachen. Ja, Sire. Bogenschützen, bitte einmal den Bogenschützen da hinten ausschalten. Er macht mir nämlich ein bisschen Stress da vorne. Genau, und die Piken fangen nämlich das hier vor dem Bogenschützen ab. Wunderbar. Okay, Bogenschützen sind weg. Das heißt, alles easy, gar kein Problem. Und hier kann ich hoch, das heißt... Ah, nice, das heißt, ich kann hier einfach da vorne ranstürmen. Und ich glaube, dafür nehme ich einfach mal die beiden Ritter. Die werden hier oben ranlaufen. Hier ist nichts mehr, genau. Da kann ich die nämlich einfach von hier oben wegknallen. Das heißt, Armbrüste und Ritter sollten nach oben. Vielleicht ja die Pikiniere. Ja, ihr kommt alle hier nach oben. So. Und die Lanzenträger können das Ding hier kaputt machen. Denn da spawnen sonst immer wieder neue, wenn ich das Lager nicht kaputt mache. Okay, die machen das kaputt, das heißt, die Bogenschützen können nach hier oben und können diese hier auseinandernehmen. Gut. Und aber ihr werdet da das tanken, der Ritter, der gute Gareth kann bitte hier unten bleiben und von mir aus mit das Lager kaputt machen. Okay, das wird gleich zerfallen, so ein kleines Banditenlager, die sind ätzend, das spawnen halt die ganze Zeit Gegner. Waffenbrüder. Wenn ich den mal irgendwann fertig haben. Okay, gut, ey, ihr seid ein bisschen zu schnell. Bitte, bitte nicht sterben. Rennt. Eure Bogenschützenfreunde, die werden das hier mal ganz kurz erledigen. Was ist denn mit dir los eigentlich? Okay, ja, nee, mach mal nicht. Okay, mach mal tot, bitte. So, der Ritter kann das jetzt hier einfach mal tanken. Genauso wie ihr. Alles hin. Die Armbrüste können jetzt auch langsam hin. Bogenschützen. Macht mal tot hier. Macht tot. Der Ritter kann das noch ein bisschen tanken. Das ist ganz easy. Ja, die Truppen werden angegriffen. Hier vorne kommen die Ritter langsam hochgeschwungen. Oh Gott, da ist ein Berittener. Was sollen wir für euch tun? Moin Freunde, ihr habt da ein kleines Problem, was auf uns zukommt. Unser Leben gehört ich weiß nicht, ob Gareth dahin sollte, aber wir können es ja mal probieren. Ja, der Ritter macht ein bisschen viel Schaden. Dies ist unsere Pflicht. Okay, ich hoffe, das schafft ihr. Sire, mein Herr. Ich denke, das schafft ihr. Kollegen, wollt ihr nicht irgendwas machen hier gegen die Ritter oder so? Bewegung! Okay, die machen überhaupt gar nichts. Hallo! Kann ich nicht hin, Sire. Bitte greift mal an hier vorne. Befehligt uns. Gareth, du bist noch beritten. Wunderbar. In den Kampf. Wie viel Leben hat der Boy noch? Ja, Hälfte noch. Das ist der Gelbe hier oben. Den kriegen wir auch noch weg. So, die drei Ritter da werden aber ein Problem, wenn sich die anderen Leute hier nicht langsam mal hier runter schwingen. Ich dachte, es würde die von da oben angreifen, aber die haben wir einfach komplett ignoriert.
So, bitte fokussiert mal das Feuer etwas. Nein. Bitte rennt da nicht rein. Rennt nicht in die Ritter rein. Seid ihr bescheuert? Bitte auf den Berg. Okay, die Armbrüste sind nämlich gleich in Stellung und dann kriegen die dich hier ganz gut weggeschnetzelt. Warum schafft ihr den nicht von da oben? Geht nicht in den Nahkampf, ihr seid Bogenschützen, verdammt. Seid ihr bescheuert? Lass einen Ritter vor. Ja, aber guck mal, die sind so gut wie down. Die haben wir gleich. Wunderbar. Okay, ich glaube jetzt... Ne, wir lassen den Nahkampf. Unsere Schwerter sind die euren. Haben wir es dann mal, bitte? Ja, so langsam mal sicher. Ich meine, die sind ja blöd genug, einfach alles zu ignorieren. Hallo, nicht in den Nahkampf gehen. Man muss denen halt alles sagen. Man muss ihnen alles vorkauen. Sonst machen die nichts. So, einer lebt noch und das war's dann auch mit dem. Okay, das war... Lord? Puh. Was sollen wir für euch tun? Wunderbar. Dann bündel ich einmal alle meine Truppen. Und schicke ihn nach hier vorne. So, was haben wir hier? Lanzenträger. Und noch mehr Verstärkung. Oh mein Gott. Leute, kommt rum. Ha. Alle bitte zu mir. Gut. Das läuft. Ja, ihr lauft jetzt alle sehr langsam, aber das macht eigentlich nichts. Schwertkämpfer vorwärts. Ich brauche nämlich ein paar Schwertkämpfer und sowas. Eure Ritter stehen bereit. Und ich brauche ein paar Schwerkämpfer, um meinen Gedanken kurz zu Ende zu führen, die das hier vorne wegtanken. Aber du kannst erstmal das hier machen. Unser Leben. Wunderbar, dachte ich mir schon fast. Und dann kannst du wieder weg. So, du kannst nämlich gleich die Leute hier pullen. Bogenschützen. Ihr könnt eigentlich auch da hoch, ne? Wohl, es bringt auch nichts. Also, ich lasse euch einfach mal hier unten. So, Bogenschützen, kommt mal ein Schrittchen schneller ran. Die Kniere auch nach vorne. So, ihr müsst nämlich gleich die Lanzenträger da wegtanken. Ihr könnt bitte alle aggressiv sein. Warum seid ihr nicht aggressiv? Aggressiv bitte. Wunderbar. Okay, da stehen sie schon mal alle in Reihe und Glied. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch... Was ist denn mit euch los? Habt ihr irgendwie ein Problem? Das geht doch dahin einfach. Also dieses Spiel. Moin Freunde. Ihr wollt auch noch alle nach da vorne, glaube ich. So, bitte ein paar Bogenschützen dahin. Die Lanzenträger können auch noch hier vorne. Auch bitte in Reihe und Glied. Und ich glaube, das sind jetzt schon genug. So, dann pullen wir mal hier den ersten ran. Den ersten Haufen an Gegnern. Hallo, wollt ihr bitte hier mit mir kommen? Bitte einmal folgen. Leute, hallo. Wollt ihr mir bitte einmal folgen? Moin, moin. Ihr könnt mich nicht treffen. Ich bin viel zu gut im Ausweichen. Okay. Tja, willkommen. Gut, das wär's dann auch mit denen gewesen. Gut. Du kannst einmal hier an den vorbei und die hier ranholen. Hallo, Freunde. Reitet. Wir haben den roten Ritter erreicht. Ja. Sieht aus, als wären wir gerade rechtzeitig gekommen. Ja. Ich muss gerade noch seine Truppen hier nach vorne lenken. So, du kommst bitte einmal nach hier vorne. Die Bogenschützen können jetzt langsam hier auch mal ausrücken, um die hier anzugreifen. Gut, der Rest, der geht wieder zurück, Freunde. Was macht ihr hier hinten? Habe ich euch nicht alle nach vorne geschickt? Habe ich hier noch irgendwo welche? Nee. Habe ich hier irgendwo welche vergessen unterwegs? Welche Prüfung erwartet Nein, sieht nicht so aus. Okay. Gut. Dann dürfen die jetzt... Oh, jetzt kommt doch der ganze Rest angelaufen. Guck mal. Easy. Sand Kolumban. Ruin. Eingeschützter Teil der Burg. Das war mal eine Burg? Ja, ganz schön läppisch. Gut. Ich schwöre euch meine Treue. Bogenschützen habt ihr die jetzt da langsam mal alle weggemacht. Wunderbar. Dann könnt ihr auch ein Schrittchen nach vorne. Ich muss aufpassen, nicht da durchzugehen. Die Fallen sind nicht deaktiviert. Ihr könnt eigentlich nach da oben gehen. Und Etty hier wegmachen. Ich glaube, das da oben reicht, oder? Da müsstet ihr eine großgenügige Range haben. Oh, boy. Ich muss ja in der fucking Burg angreifen. Ach, das sind schon meine hier oben. Ach, krass. Ja, nice. Okay, die werden da oben weggepult. Das heißt, mit euch kann ich hier vorne hin. Auf die Pferde. Gut, dann werden die auch alle weg. Dann könnt ihr auch wieder nach unten. Schön. Nein, Freunde, nicht dadurch. Freunde, wir sammeln uns mal hier vorne. Nicht dadurch gehen, bitte. Ja, und hier kann ich jetzt einfach rein. Wo ist denn der Ritter? Wo ist denn der rote Ritter? Wo versteckt er sich?
Ich sehe den gar nicht. Okay. Das sind ja aber keine Feinde, das sind unsere, ne? Ach, das sind Feinde. Ach, das ist unsere Burg hier. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Dann können die Bogenschützen erstmal nach da oben. Die Armbrüste sollten auch nach vorne, auch hier oben drauf am besten. So, die Bogenschützen können jetzt erstmal den Mob da hinten ausschalten. Das sollten die eigentlich schaffen. Die Armbrüste sollten auch nach da oben drauf, damit die gleich sich um die Ritter kümmern können, die hier vorbeischneien. Unser Leben gehört euch. Gut. Gareth. Gareth. Kann eigentlich hier hinten bleiben, dich brauche ich nicht mehr. Und ich möchte dich auch nicht verlieren und dadurch die Mission verkacken. So. Das wird jetzt etwas heftiger. Aber das kriegen wir hin. Wir haben die Armbrüste hier oben als, ja, als Deckung, sag ich mal. Oder eigentlich kannst du auch nach vorne laufen und die hier ein bisschen ranpullen, ne? Wie ihr wünscht. Ich meine, ich muss ja hier ran. Ah, ich sehe dich da hinten. Noch ein großer Mob-Gegner. Ich dachte gerade, das wären unsere, weil ich dachte, das ist unsere Farbe, aber die sind einfach auch rot. Befehligt uns. Okay. Welche Prüfung erwartet uns? So. Prüf die Waffe. Ja, wir müssen die eigentlich nur hier runterholen, irgendwie, die Boys. Mein Lord. Oh, nee, da oben sind noch Bogenschützen drauf. Das ist ja ekelig. Ja, ich glaube, ich habe genug Leute, um die jetzt einfach sinnlos da reinzuschicken, oder? Ah, da musst du da oben drauf. Hä, ist auch doof. Auch doof. Ihr geht erstmal geht ihr alle nach unten. Hm, ich würde euch gerne hier oben lassen, aber ich sehe jetzt keinen Weg, die hier sinnvoll hier runter zu pullen. Also muss ich wohl einfach rein. Ich meine, ich habe 7 Ritter und 10 Pikiniere. Die werden das hier wohl aushalten, das hier zu tanken, solange. Währenddessen können die Bogenschützen schon mal hinne machen und die da oben töten. Dann einmal auf die hier gehen. So, die machen jetzt hier langsam bewegen sich nach unten. Wunderbar. Bogenschützen, ihr sollt bitte diese Boys da oben ausschalten. Okay, dann schaltet ihr erst halt den Ritter aus. Ich glaube, die paar Bogenschützen werden wohl reichen, den Ritter schnell auszuschalten, oder? Ja, den habt ihr schnell. Wunderbar. Rennt da mal weiter. Ihr sollt nämlich die da oben ausschalten. Und das ohne da oben reinzurennen. Könnt ihr einfach da hochschießen? Oder ist es zu hoch zum Schießen? Nee, ist nicht zu hoch. Wunderbar, jetzt schafft ihr es. Okay. Armbrüste, bitte um diesen Ritter kümmern. Wunderbar. Und das sind immer noch so viele Leute. Ja, das schaffen wir. Okay, Armbrüste würde ich gerne selber manövrieren, denn ihr müsst euch um die hier vorne kümmern. So. Bogenschützen. Könnt einmal nach da oben. Da habt ihr einen ganz guten Blickpunkt. So, meine Armbrüste. Kümmert euch. Ja, ballert einfach drauf. Komm, das ist jetzt. Ist jetzt egal. Was sollen wir für euch tun? So, mein guter Gareth, geh mal auf die Burg. Was weiß ich. Ah, da vorne, das ist der letzte Erzfeind. Oh, ich nehme auch schon 35 Minuten auf. Oh Gott, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man eine Burg einnimmt. Ich meine, eine Burg verteidigt. Oder was auch immer wir hier machen. Keine Ahnung. Ihr rennt hier alle etwas sinnlos rum, aber gut. So. Schön. Sieht ja edel aus, muss ich sagen. Was ein Gemenge. So, Armbrüste, habt ihr Bock, ihn auszuschalten? Das wäre nämlich ziemlich nice. So witzig, wenn das Pferd stirbt von den Rittern, wenn die gerade am Kämpfen sind. Kannst du aufhören, die Bauern anzugreifen? Dann rennt der Ritter so kurz noch ein bisschen weiter. So, Armbrüste, bitte alle auf ihn. Okay. Dann dürfte der Letzte hier auch fallen. Jo, Freunde, da vorne ist der Feind. Ach, wir haben schon gewonnen. Okay. Ja, gut. Oh, das war der gar nicht. Na gut. Alles klärchen. Das wäre das gewesen. Ja, nice. Easy, hat sich Gareth wohl bewiesen. Puh. Ah, ich hoffe, in der nächsten Mission kommt wieder einfach nur Burgen bauen und verteidigen und Armeen aufbauen. Das gefällt mir deutlich besser, weil das ist... Zerstören unsere Welle. Ja, scheiß auf die Welle. Weil solche Missionen, oh, die ziehen sich. Die, ah, weiß ich nicht so mein Ding. Lieber die normalen Missionen, auf das Spiel auch gebaut wurde. Und zwar Burgen bauen. Burgen bauen, Wirtschaft bauen. Ritter bauen und gib ihm. Das ist so das, wo ich jetzt Bock drauf hätte. Ich hoffe mal, es kommt in der nächsten Mission. Nachdem Gareth Lady Leonors aus den Fängen des Roten Ritters befreit hatte und nach Camelot zurückgekehrt war, wurde er mit der Ritterwürde und einem Platz an der Tafelrunde belohnt. Nach einem langen Bad und den neuen Kleidern sah Lady Lynette den ehemaligen Küchenjungen plötzlich in einem ganz anderen Licht, und man sah die beiden danach noch oft zusammen in den Burggärten.
Uiuiui. Gareth wird zum richtigen Stecher. Ja, nice. Manchmal kann man auch seinen Nächsten nicht trauen. Als unser König Mordred den Sohn seiner Halbschwester, der Hexe Morgan Le Fay, einlud, sich seinen Rittern anzuschließen, hielt ich ihn für leichtsinnig. Ich warnte ihn vor Morgans furchtbarer Machtgier und sagte ihm, dass sie ihren Sohn benutzen würde. Aber Artus wollte den Jungen bei sich haben. Vor ein paar Nächten fand man Morgan und Mordred in den Kerkern bei einem entsetzlichen dunklen Ritual, welches Verderben über Camelot bringen sollte. Als man sie gefangen nahm, fauchte Morgan wie eine Katze. Ich konnte das Ritual aufhalten, aber ich weiß nicht, welche Gefahren sie bereits entfesseln konnte. Tja, das weiß ich auch nicht, aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Also dann, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wo wir hoffentlich eine schöne Burg verteidigen werden vor den Gefahren, die die beiden heraufbeschworen haben. Tü-tü-tü.